Hallo, meine sehr geehrten zwei Damen und ganz viele Herren, zum OPL Recap. Ich habe mich entschieden, dass ich zu dieser Liga, an der ich teilgenommen habe, die nicht GPL ist, tatsächlich ein kleines Revue-Video zu machen, wo ich so ein bisschen über mein Team gucke und allgemein noch ein bisschen was zur Liga sage. Denn ich möchte das alles nicht so stehen lassen, so. Vor allem, weil nicht mein letzter Spieltag kam. Deswegen lehnt euch zurück, hustet euch nochmal ganz kurz aus und genießt. Einfach nur macht irgendwas anderes, keine Ahnung. Es wird hier nicht so krass viel visuell passieren. Das heißt, lasst das im Hintergrund laufen, macht nebenher irgendwas anderes oder so. Geht auf eure Schmuddelseiten, keine Ahnung, was ihr halt so machen wollt. Ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal über das Team. Ich werde unten anfangen, hab das Ganze ein bisschen sortiert nach den Kills. Und je weniger ein Mon für diese Killanzahl gebraucht hat, natürlich desto besser. Das heißt, wenn zwei Mons gleich viele Kills haben, ist das Mon höher gerankt, was weniger dabei war, weil das ist dann halt mehr geleistet, wie ich finde. So, und wir gehen auch gleich zum einzigen Mon, welches keinen Kill geholt hat, und das Irokex. War zweimal dabei, hat keinen Kill gemacht. Schade, ich hätte sehr, sehr gerne mehr mit Irokex gemacht. Irokex ist so ein Mon, was ich einfach mal picken wollte, um zu gucken, wie es so ist, weil es hat ein geiles Typing. Man muss keine Angst vor Kraftreserven haben, weil es Kraftreserve-Fee ja nicht gibt. Ich dachte wirklich, ich kann mehr damit machen. Ich hätte sehr gerne auch einen Kill damit geholt. Ich hätte auch einen Kill damit bekommen, hätte ich an einer Stelle predicted. Ich glaube, das war, wer hatte nochmal Kapukime? War das nicht Pock Galaxy? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube. hätte ich da an einer Stelle Poison Jab gedrückt, hätte ich halt gewonnen, anstatt Knockoff, da er die Beere hatte. Nee, Drain Punch anstatt Drain Punch. Da hätte ich sogar mit Irokex einen Kill geholt. Da hätten alle einen Kill geholt. Aber ja, ich finde Irokex nach wie vor ein cooles Mon. Ist vielleicht im jetzigen GPL-System dann einfach ein CD-Pick. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war. Ich kann das nebenher mal aufmachen, damit ich auch mal kurz einen Überblick habe. Falls ich das habe, wo ist mein Team? Wo ist es? Da ist es. So, Irokex war hier sogar als C-Pick, also passt das im Prinzip, wenn man es potenziell noch als CD-Pick kriegt, ist vielleicht ganz okay, aber ich hab mir ein bisschen mehr erhofft, aber ja. Platz Nummer 13 ist mein Meme-Pick. Ich wollte einen Meme-Pick holen, Dummiesel. Ey, komm, ich mag Dummiesel. Dummiesel ist ein cooles Pokémon. War dreimal dabei, nicht wirklich oft, ich hätte es jetzt am letzten Spieltag tatsächlich nochmal mitgenommen. Und es hat einen Kill geholt durch Tarnsteine und das an einem Kyurem. Möchte ich an der Stelle mal sagen, definitiv. Also es ist ein Meme-Pick gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass ich habe nicht damit gerechnet, dass der viel macht. Aber für dreimal mitkommen und sogar einen Kill geholt. Es hat ein bisschen supported, hat unter anderem auch mal in einem Kampf einen Edevoltec gecheckt. Was ganz nett ist, von dem her, ja, ich finde Dummiesel cool. Es ist halt ein Meme. Ein anderes Mon, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, ist Platz 12 Arctos. War fünfmal dabei und hat zwei Kills gemacht. Es war viermal dabei und hat keinen geholt. Und im letzten Match habe ich ihm dann zwei quasi geschenkt. Ich liebe Zapdos, ist mein zweitliebstes Pokémon nach Xerox und ich wollte es einfach auch mal haben. Ich wollte Zapdos einfach mal haben und dachte mir, ich nehme es jetzt mal mit. Mal gucken, ob es irgendwas macht. Mit Freeze Strike kann das definitiv was machen, aber nicht viel. Aber ja, ich finde, ist ganz okay. Hat eine vierfache Tarnsteinschwäche, was ein bisschen doof ist, aber sonst. Müde. Dabei nehme ich heute noch ein bisschen mehr auf. Aber ja, gehen wir weiter. Platz Nummer 11 ist das erste Mon, welches es nicht mehr in meinem Team ist, und zwar Aranestro. Aranestro sollte eigentlich das Sticky Web legen, weil dann Hooper und Nidoking ziemlich pornös sind. Ich glaube, ich habe es aber nur ein einziges Mal wirklich gespielt, wo es auch gemattert hat, und es hat in drei Matches zwei Kills gemacht. Böllert halt trotzdem, fand ich jetzt aber auch nicht so geil, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe oftmals vor, einen Sticky Web User zu picken und benutze es dann kaum. Deswegen habe ich das in der GPL unter anderem mal weggelassen. Aber dazu kommt auch nochmal ein Video. Höchstwahrscheinlich am Sonntag. Dann Platz 10 war Moruda. Kam zweimal mit. Wow. Und hat aber trotzdem zwei Kills gemacht. Das hat legit nur Zelos ein bisschen unter Druck gesetzt, weil er kein Switch-In darin hatte. Aber sonst hat es nichts gemacht. Es hat nicht einmal gerapid spinnt, was es, warum es überhaupt mitkam und damit ich einen Ghost-Typ habe. Ja. War jetzt nicht unbedingt so krass. Platz 9 wiederum war Flogis, war 12 Mal dabei, also da ist das erste Mon, weil es tatsächlich häufig mal dabei war. Und hat 3 Kills geholt. Ihr müsst übrigens rechnen, es gab 26 Spieltage.
Allerdings habe ich nur 25 gespielt, weil im letzten gab es halt natürlich keinen Kampf. Komme ich ja nachher auch nochmal zu. 12 Mal dabei, knapp die Hälfte, 3 Kills. Flogge soll keine Kills machen, Flogge soll Wish supporten, Aroma-Kur versorgen. Und einmal habe ich es gegen Zelos aus Scarf gespielt, da hat sogar einen Kill gemacht. Cooles Mon nach wie vor. Wenn man einen Fairy-Type braucht, dann ist Flogge definitiv im B-Pickbar. Würde ich an sich wieder tun. Hatte ja GPL Season 2, war da auch cool, ist hier auch wieder cool, von dem her Props an Flogges. Platz Nummer 8 ist dann ein Mon, welches ebenfalls rausgeflogen ist. Warte mal, was ist da nochmal rausgeflogen? Aranestro, Moruda und ja, jetzt Tornupto. 4-mal dabei, 4 Kills gemacht. Fand ich für ein D-Pick voll okay. Ich meine, den nimmst du nicht häufig mit und dann hat er trotzdem 4 Kills gemacht. Hat er diese Eruption, was einfach geil ist. Aber sonst nichts viel, deswegen kann man auch nicht großartig zu sagen. Wollte ich auch einfach so ein Mon, was ich mal probieren wollte. Mein neuer Feuertyp war dann Entei auf Platz 7. Hat 6-mal mit mir zusammen an der Front gekämpft und hat 7 Kills dabei geholt. Entei ist so ein Mon, das wird dann nicht halt komplett gebumst von Bulky Water Types. Und die hat normalerweise jeder, beziehungsweise jeder sollte einen Bulky Water Type haben. Und es hat trotzdem 7 Kills gemacht, ich finde, da kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, ich kann mit Entei ganz gut umgehen. Es kommt nicht häufig mit, es kam in der Rückrunde jetzt nur 6-mal mit. Und da hat aber trotzdem 7 Kills gemacht und ich glaube, das geht ganz fit. Platz 6 ist dann Stalos und jetzt kommt so der Moment, was ich, oder generell die Momente, die ich lustig fand. Oder die für mich persönlich definieren. Es gibt sehr viele Leute, die in einer Liga sind und ein Mon die Hälfte aller Kills macht. Das ist bei mir nicht so. Ich habe jetzt die nächsten 6 Mons, die jetzt noch kommen, haben alle über 10, aber nicht über 20 Kills. Und das ist halt bei mir total ausgewogen, was ich mag, weil das ist halt so eine Teamleistung, die dadurch entsteht, was ich ganz cool finde. Und zwar Stalos war 17 Mal tatsächlich dabei und hat 12 Kills geholt, was eigentlich für Stalos scheiße viel ist, jetzt mal legit. Wann macht bitte ein Stalos 12 Kills in der Liga? War halt dann mein Reliable Rocksetter, nenne ich es einfach mal. Ist halt mein bester Rocksetter, auch den ich hatte. Es gab nur Nidoking und Domiesel, aber sonst nicht. Und da hat auch generell ein bisschen mit Gyroball und Heavy Slam und so rumgenervt, auch mal geroared und so. Von dem her definitiv Stalos ein sehr, sehr guter Pick. Gerade für C, wenn ihr in der Liga seid, ich empfehle euch Stalos. Sehr cooles Mon. Dann ging es weiter, Platz 5 war Nidoking. Hat 13 Mal nur ist es mitgekommen, was damit in der Top 6 auch das Mon ist, was am wenigsten dabei war. Aber trotzdem 14 Kills gemacht, das ist Nidoking. Das Ding spielst du Scarf oder Life Orb. Und wenn du es dann schaffst, die Gegner-Mons auch zu outspeeden, wenn der Gegner ein richtig langsames Team hat, dann ist Nidoking einfach mega gut. Und deswegen. Muss man einfach sagen, Nidoking ist einfach ein richtig guter Pick. Wurde tatsächlich in der GPL jetzt gar nicht gepickt, was mich ein bisschen gewundert hat. In beiden Dings, auch Nidoqueen nicht. Also es ist einfach ein Mon, was böllert. Hat auch einen gewissen Bulk. Wenn es jetzt nicht gerade eine sehr effektive Attacke ist, tankt Nidoking eigentlich immer einen Hit. Und es böllert halt einfach richtig hart. Platz 4 war dann Boreos. Mein zweiter S-Pick mit 21 Einsätzen und 16 Kills. Mit dem Z-Move, es ist ein guter Z-Move-User. Du drückst in 90% zwar nur The Hurricane und in den letzten 10% vielleicht mal ein The Focus Blast und das war's. Aber trotzdem, Belebekraft, Defog, U-Turn, Knockoff, Superpower hat's auch noch und dann Hurricane, Heatwave. Es ist einfach ein Mon, es ist absolut verständlich, wenn das First Round weggeht. Also Taunty, definitiv, das muss gepickt werden in der Liga normalerweise. Und es wird auch meistens eigentlich immer gepickt und das zu Recht. Und auch zu Recht in Runde 1 ist es einfach ein unfassbar gutes Mon. Mich hat es gewundert, dass ich das so spät bekommen habe. Dann geht es weiter, Platz 3. Und das ist halt die Überraschung überhaupt und auch der Grund, weswegen ich es dann in der GPL gepickt habe. Aber wie gesagt, Sonntag. Milotic. Milotic war in 25 Matches 24 Mal dabei und hat trotzdem 18 Kills gemacht. Für einen Bulky Water Type, Milotic ist die Antwort auf alles, ne? Die Frage nach dem Leben ist Milotic. Also, Milotic war einfach in so vielen Fällen mein Switchen für alles und es hat einfach so gut funktioniert. Wenn es nicht gerade Grass-Types oder Electric-Types sind, vor allem spezielle, Milotic ist eine Wucht. Sei es jetzt mit Leftovers oder auch mal mit Flame Mob wegen Marvel Scale, was man ab und an auch mal spielen muss. Ich spiele lieber Leftovers natürlich, aber die habe ich oftmals für Flogges gebraucht. Es ist einfach
ein geiles Mon. Jetzt mal wirklich. Milotic ist meiner Ansicht nach für das Tier, in welchem es ist, das ist ja normalerweise ein B, der beste Bulky Water-Type, den man picken kann. Für mich persönlich. Immer dran denken, das ist lediglich jetzt mein Empfinden. Ich hatte ja auch schon Suicune, hatte ich andere Water-Types. Muss man nachdenken. Ich hatte Manaphy, ich hatte Suicune. Ich weiß gerade gar nicht, was ich in der GPL Season 4 hatte. Kann ich das noch nachgucken? Season 4, was war denn da mein Bulky Water-Type? Da hatte ich keinen. Ja, das ergibt Sinn. Da hatte ich Amoroso als Water-Type. Da hatte ich keinen Bulky Water-Type. Vielleicht habe ich deswegen abgestiegen. Aber wirklich, Milotic ist, wie ich finde, vom Verhältnis von den Kosten, die das Ding einnimmt, also welches Tier es ist, für mich persönlich der beste Water-Type, den man picken kann, defensive Water-Type. Es hat Heilung, es hat Genesung, es hat einen Scald, es hat einen Ice Beam, es hat einen Haze. Es ist einfach, es ist Bombe. Milotic ist Bay. Platz Nummer 2 war dann Voltenso, 22 Mal dabei, 18 Kills. Bedrohr ist unnormal geil, hat mir ab und an auch mal einen Arsch gerettet, noch so ein bisschen. Es hat nur ein Set. Du spielst Donnerblitz, spielst Voltwechsel, spielst Overheat oder Flammenwurf und dann noch eine HP. Im Prinzip hat das Ding nur ein Set, aber es ist halt der Beste in diesem Bereich, in dieser Nische, nenne ich es mal. Trotzdem cooles Mon, auch wenn es nur ein Set gibt, es hat trotzdem sehr viel Work gemacht und hat halt auch mit Boreos einen sehr guten Core gebildet alleine, da dieser Volturn-Core, womit ich dann immer mal wieder andere Mons reinkriegen konnte oder eben die selber, die dann auch ihre Schwächen noch so ein bisschen aufgehoben haben und in Kombination mit Milotic oder so, hat es auch mal ganz gut funktioniert. Und zum Schluss hätten wir noch den Pick, bei dem ich mich so gewundert habe, dass ich den als 11. von 14, glaube ich, bekommen habe oder so. Hooper Unbound. War tatsächlich nur 16 Mal dabei, aber trotzdem 20 Kills gemacht und es gibt halt einfach keinen Switch in den Hooper. Hooper ist ein Mon mit dem richtigen Move und dem richtigen Item. Es gibt keinen Switch in. Es gibt potenzielle Checks. Ich meine, da ist sowas wie Alola Slymog kannst du vielleicht noch reinholen. Aber dann kommt dieses Ding mit einem Choice Band Drain Punch daher und macht halt auch wieder fast 50%. Es ist halt, der Nachteil ist, du musst es in sehr vielen Fällen einfach Scarf spielen, weil es langsam ist und wenn ihr Boreos besiegen wollt, dann spielt offensiv, packt auf alles U-Turn drauf, sorgt einfach dafür, dass dieses Mon vor U-Turn Angst haben muss. Und ich persönlich finde es banworthy, definitiv. Ich finde es zu krass, dass es einen Mon gibt, wogegen du so explizit irgendwie, du kannst ja nicht mal krass dagegen bilden. Du musst halt was sacken und dann vielleicht in deine Antwort reingehen, die dann, was weiß ich, eine Boleo-Beere hat und das Ding mit einer Käferattacke rausnehmen kann, aber Boreas ist einfach unfassbar gefährlich, wenn es denn tatsächlich mitkommt, was es bei mir halt tatsächlich gar nicht mal so häufig ist, aber trotzdem. Und mit 20 Kills auch das Mon, was bei mir am meisten Kills gemacht hat. Und jetzt haben wir endlich mal das Team geschafft. Halleluja. Hat ja ein bisschen gedauert. Jetzt möchte ich noch allgemein ein bisschen über die OPL reden. Ich weiß, dass die Leute, die mit mir in der OPL waren, das Video jetzt gerade sehen und auch schon die Finger heiß sind, um irgendwas dazu zu schreiben. Ihr dürft mir, by the way, auch gerne in den Kommentaren, also jetzt nicht nur die OPL-Leute, sondern auch die Zuschauer, was ihr so für Eindrücke von der OPL hattet. Dürft ihr mir gerne dahinter lassen. Ich weiß, dass es denen schon in den Fingern juckt, auch was dazu zu schreiben. Ich habe schon einige Sachen dazu auf dem Discord geschrieben. Organisatorisch war es eine Katastrophe. Also, wir hatten, ich sag's mal so, die einzigen Leute, soviel ich weiß, die von Anfang an dabei waren und auch keinen Strike hatten, war einmal ich, weil ich nenne mich jetzt als Esel mal zuerst, damit die Spannung groß ist, wer der andere ist. Und der andere müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, Dings sein. Shiny Star. Grüße gehen raus. Immerhin einer, auf den man sich verlassen kann hier. Sonst hatte jeder mindestens einen Strike. Wir hatten nicht einen einzigen Spieltag, an dem alle pünktlich ein normales Video hochgeladen haben. Und das ist unfucking fassbar traurig. Der Grund, warum ich überhaupt an der OPL teilgenommen habe, und das wird jetzt voller Rant, es soll kein Rant sein jetzt, ne? Also, mir hat das trotzdem Spaß gemacht. Der Grund, warum ich dann überhaupt an der OPL teilgenommen habe, ist, ich wollte zwischen den GPL-Seasons
weiter an mir arbeiten. Ich wollte besser werden, ich wollte neue Mons kennenlernen und ich wollte zeigen, dass ich vielleicht auch mal tatsächlich in der Liga ein bisschen gewinnen kann. Es wird nämlich sehr oft unter den Tisch gekehrt, dass in Liga 2 natürlich war, GPL Season 2 war das Niveau noch nicht so hoch, wie es jetzt ist, wo ich tatsächlich aufgestiegen bin, was auch eine Leistung ist, wie ich nach wie vor finde, was einem gerne mal genommen wird. Und dann in Season 3 war ich sogar im oberen Tabellenfeld, aber Season 3 will halt eh jeder vergessen, deswegen übersehen das Leute. Season 4 bin ich dann halt abgestiegen und in Season 5 habe ich mich auch wieder so gerafft, dass ich da am Ende wieder im Mittelfeld stand. Also find's schade, wenn sowas unter den Tisch gekehrt wird und deswegen wollte ich halt zeigen, und auch wenn die OPL vom Skill-Level nicht an die GPL rankommt, dass ich halt oben mitspielen kann. Ich bin am Ende jetzt Fünfter geworden in der Tabelle. Und an sich bin ich zufrieden. Fünfter ist ein schöner Platz, wie ich finde. Ich habe allerdings auch sehr viele Niederlagen gehabt, wo ich jetzt im Nachhinein einfach sagen muss, die hätten nicht sein müssen. Da hätte ich mir definitiv mehr Mühe geben müssen. Trotzdem bin ich mit meiner Leistung im Endeffekt zufrieden. Aber organisatorisch war das katastrophal. Wir hatten 7 Aussteiger. Dann einer, der reinkam, ist auch wieder ausgestiegen, was der Grund war. Was dann 4 oder 5 Spieltage vor Schluss war und ich dadurch nicht mal einen letzten Gegner hatte, weil man deswegen keinen mehr reinholen wollte, was ich verstehen kann unter anderem, dass sich dafür so Dings niemand finden lässt und dann auch die Lust weg ist. Das ist der Grund, warum bei mir kein letzter Spieltag online kam. Allerdings haben viel zu wenig Leute haben das ernst genommen, weil ich wollte in diese in die OPL beziehungsweise eine Liga haben. Einerseits, um an mir weiter zu arbeiten, um besser zu werden, um euch natürlich weiterhin zu unterhalten, weil ich finde, so ein Liga-Format zu haben, ist nebenher ganz cool, wenn man auch noch andere Videos dann bringt. Während der GPL verstehe ich es, wenn man nur GPL bringt, weil GPL ist halt das Format, was nochmal mehr Aufmerksamkeit frisst als andere Ligen. Ich hoffe, das ist kein Front von manchen Leuten, die das jetzt ansehen. Und vielleicht bin ich gerade ein bisschen zu biased der GPL gegenüber, aber trotzdem, ich dachte, wenn ich in eine Liga reingehe, wo vielleicht auch Leute sind, die vom Kanal her ein bisschen kleiner sind, kann man denen ein bisschen was mitgeben. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich die Kanäle dann auch mal anguckt, da vorbeigeht und sich die Kämpfe davon anguckt, vielleicht auch mal das ein oder andere Video. Man wollte einfach ein bisschen was zurückgeben und dann fand ich es unfassbar schade, wie viele Leute einfach ausgestiegen sind. Wenn man bedenkt, am Ende sind dann nochmal so Leute reingekommen wie Eve oder Zelos oder Patrick oder Kai, was halt auch Leute sind, die schon so ein bisschen, nenn ich es mal, jetzt bekannter sind. Schön und gut, aber ich fand es einfach kacke, dass so viele ausgestiegen sind und man dann kam jemand rein, der durfte dann natürlich, was auch voll okay ist, sein Team nochmal umändern ein bisschen. Es war die schwerste Liga, wo ich meine Motivation halten musste. Ich bin immer motiviert. 26 Spieltage sind für mich persönlich kein Problem. Andere Leute verlieren in der Rückrunde gerne mal ihre Motivation. Ich bin nicht so. Ich ziehe das bis zum Ende durch. Man hat es vielleicht an der GPL auch gesehen. Ich bin in der Rückrunde meistens stärker als in der Hinrunde, weil ich mich dann richtig zusammenraff, mir richtig Mühe gebe und kämpfe, dass ich da hochkomme. Und dann, ja, wenn ich jetzt auch gerade mal das Ding anspreche, es wurde dann intern zum Beispiel auch, es sollte eine Killliste geben, die ist ja auch im Dokument drin, die einfach nie geführt würde. Es wurde mehrmals gesagt, man macht es und man hat es am Ende trotzdem nicht gemacht. Ich habe meine Kills die ganze Zeit mitgeführt. Ich habe einen im Discord, in der Kill-Rangliste habe ich meine Nachricht verfasst mit all meinen Mons und habe die immer wieder aktualisiert, je nach Spieltag. Und deswegen habe ich am Ende auch kein Problem gehabt und hatte immer meine Kills und meine Einsätze im Überblick. Ich glaube, ich war der Einzige. Keiner hat sich Mühe gemacht, eine Killrangliste zu führen, was schade ist. Keine Pflicht, aber was definitiv schade ist. Und dann am letzten Spieltag, das ist jetzt schwierig, wie ich das formuliere, damit es nicht so rant gegen die eine Person rüberkommt. Du weißt, dass du gemeint bist, nimm das jetzt bitte nicht zu ernst oder nicht zu sehr. Aber was am letzten Spieltag abging, fange ich dann auch nochmal ein bisschen scheiße, weil ich war Fünfter, punktgleich mit dem, unter anderem mit dem Dritten. Und es gab durch einen Nachholkampf, musste eine Person noch gegen den Dritten und den Vierten, beide, die vor mir sind. Den einen Kampf, der wurde gar nicht gemacht, der wurde dann einfach gesagt, ja, das besprechen wir so, und am Ende war es ein 2-0 für den Gegner. Und dann hatte der seine 3 Punkte, und natürlich mit der Differenz passt das auch. Und der andere, gegen den wurden einfach nur Trollsets gespielt. Und ich verstehe es, wenn man am letzten Spieltag Trollsets spielen will, um noch ein bisschen zu unterhalten. Aber das macht man nur, wenn es für keinen der Spieler noch irgendwie eine Auswirkung gibt. Angenommen, ihr seid
schon die ersten zwei, könnt euch nicht mehr überholen, es kann euch niemand mehr überholen und ihr spielt gegeneinander, dann trollt rum, kein Problem. Aber das Match hatte noch eine Auswirkung auf die Tabelle und dann sollte man auch noch ganz normal an dieses Spiel rangehen. Gehe ich davon aus, dass er zum Beispiel beide Matches gewonnen hätte, dann wäre ich jetzt Dritter und nicht Fünfter und das ist ein Unterschied und das fuckt mich ab. Denn das Hauptproblem ist einfach, dass nicht weit genug gedacht wurde. Es wurde nie über die Konsequenzen von Aktionen nachgedacht. Es wurde einfach so für den Moment entschieden und dann war es da. Und ja, shit happens, ne? Und das hat mich jetzt am Ende tatsächlich so abgefuckt, dass ich dann einfach runter vom Discord bin. Ich glaube, der Discord wurde inzwischen auch gelöscht. Ich hatte dann tatsächlich keine Lust mehr, weil ich mir einfach nur dachte, ganz ehrlich, nein. Und ich weiß nicht, ob es nochmal eine OPL geben wird. Ich denke sogar mal eher weniger. Jedenfalls werde ich definitiv nicht dabei sein und andere werden wahrscheinlich auch nicht mehr dabei sein. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß für die Zeit. Am Ende der Belly gewonnen, ich war Fünfter. Ich bin zufrieden, definitiv. Und ja, war die Erfahrung wert. Ich werde in, sollte ich nochmal in eine andere Liga gehen, die nicht GPL heißt, werde ich mich erstmal informieren, ob die Leute darin denn vertrauenswürdig sind, dass man sich darauf verlassen kann. Nicht vertrauenswürdig, sondern ob die verlässlich sind. Und sowas auch durchziehen, weil ich habe keine Lust mehr auf eine Liga, in der so viele Leute aussteigen. Ist der Grund, warum GPL Season 3 auch Bullshit war. So viele wie ausgestiegen sind. Das wurde am Ende jetzt tatsächlich noch so ein bisschen Rant, was mich abgefuckt hat, aber ich wollte es einfach auch nochmal ansprechen. Also es lief halt so vieles falsch. Trotzdem wünsche ich natürlich jedem, der in der OPL war, weiterhin alles Gute. Ich meine, mit einem Teil davon habe ich ja so oder so Kontakt. Ich meine, da ist ein Belly, da ist ein Patrick oder so, mit den Leuten hat man ja eh Kontakt. Ein, zwei Leute oder so bin ich definitiv nicht abgeneigt, irgendwann nochmal was zu machen. Sonst wünsche ich, wie gesagt, allen alles Gute und ich hoffe, die anderen hatten dann auch wenigstens ein bisschen Spaß. Und ja, ich würde einfach sagen, das Video hier kommt am Mittwoch, weil Mittwoch immer der Upload war. Am Sonntag wird es ein Dings geben, ein GPL-Vorstellungsvideo. Und ich würde sagen, man sieht sich jetzt beim nächsten Mal an. Das war's mit der OPL. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus. Seid aber nett. Bitte respektvoll bleiben. Falls ihr auch ein bisschen ranten wolltet, bitte respektvoll bleiben, weil das ist wichtig. Und an sich wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Vielleicht kommt am Freitag davor nochmal ein Video. Mal gucken. Bis dann und ciao. Hi und willkommen zu Endcard. Erstmal danke fürs Anschauen und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung freuen und du würdest mich damit auch ein bisschen unterstützen. Links kannst du mich jetzt abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung am besten zu dir passen würde. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Resttag und hoffe, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann!